Denk nach. Ich habe nicht einen Augenblick daran gezweifelt, dass du kommen würdest. Ich bin die Stimme Heidelins und trage ihre Worte hin zu dir. Minfilia war mein Name. Nun bin ich ihre Mittlerin. Wie lange liegt es doch zurück, dass wir von jener listig inszenierten Feier flohen? Damals erreichte mich Heidelins Wort. Sie wies mich an, Jestolas Teleport zu nutzen und mich dem Ätherfluss zu überlassen. So gelangte ich hierher. Ich sah, wie Heidelins Kräfte schwanden. Um ihre Klage zu hören, bat ich darum, mit ihr zu verschmelzen. Nun bin ich Teil ihrer Seele, Teil des Urkristalls. So brennend wollte ich dir die Wahrheit über den Planeten anvertrauen, doch meine Stimme drang nicht zu dir durch. Aber jetzt bist du hier. Hör zu, fühl Heidelins Wesen und begreife ihr Werden, mein Werden. Bevor alles Leben entstand, war dieser Planet von zwei Kräften beseelt. Von mir, Heidelin, dem Licht, und Zodiac, der Dunkelheit. Doch Zodiac erstarkte und brachte das Gleichgewicht in Gefahr. So riss ich ihn aus unserem Planeten und fesselte ihn an den Himmel, fern, für immer im Orbit gebannt. Er ist der Mond, der mich seither umkreist. Doch unsere Seelen zu entzweien, verletzte das Gefüge unseres Seins. Unsere Wirklichkeit fächerte sich in 14 Dimensionen auf, über die sich die Kraft von Licht und Dunkelheit verteilte. Eine davon ist deine Welt, die ursprüngliche. Zodiac versucht mit Hilfe seiner Jünger, der Asciens, die Dimensionen aufs Neue zu verschmelzen, um wieder zu vollen Kräften zu gelangen. Wenn die Verschmelzung vollbracht ist und alle Welten in ihre Urgestalt einer einzigen Welt zurückgeführt sind, vermag Zodiac, mich mit Sicherheit zu überwinden. Nova nennen die Asciens die Löschung einer Dimension. Das Einreißen der Mauern zwischen unserer Welt und einer anderen. Dramatische Ereignisse, die wir als Katastrophen kennen. Sieben sind schon geschehen. Die siebte Katastrophe vernichtete jüngst wieder eine Welt. Du musst das Werk der Asciens vereiteln und die Vereinigung der letzten Welten um jeden Preis verhindern. Das ist mein letzter. Die Kraft deines Kristalls geht bald zur Neige. Ich sende dich zurück. Mein Kind des Lichts, bewahre diese Welt.
du bist unversehrt. Ein Glück. Was ist mit Minfilia? Hast du sie gefunden? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Krile, bitte antworte mir ganz ehrlich. Was hältst du von all dem? Minfilia hatte eine sehr starke Verbindung zu Heidelin. Es scheint unglaublich, doch ich denke, es ist wahr. Unsere Freundin ist wohl tatsächlich in der Seele des Planeten aufgegangen. Dann ist Minfilia für uns verloren? Minfilia, wo der Bund doch endlich wieder... Gerade du hättest eine glanzvolle Rückkehr sehen sollen. Glanzvolle Rückkehr. Genau dieser Glanz hat eure Minfilia umgebracht. Aber Maltoya. Also, Junge, sag doch mal ehrlich, was war dein Ziel? Eorzea retten, nichts anderes. Das ist das erklärte Ziel des Bundes. Die Machenschaften der Ascians, die Bedrohung durch die Primae, all diese Gefahren für Eorzea wollen wir beseitigen. Ein grandioses Programm. Und vor lauter Heldenmut entgehen euch die einfachsten Tatsachen. Nämlich, dass ein hoher Einsatz auch einen großen Verlust bedeuten kann. Ihr denkt, ihr habt die Welt so gut wie gerettet. Bah! Bisher habt ihr nur kleine Geplänkel erlebt. Aber nur zu, macht weiter. Doch seid euch im Klaren, dass der eine oder andere für euren glanzvollen Bund ins Gras beißen wird. Das ist der Weg, den ihr gewählt habt. Geht ihn mit nüchternem Blick. Oder geht ihn gar nicht. Mein Entschluss steht fest. Ich habe von Anfang an mit ganzem Herzen an unsere Sache geglaubt. Es sind nicht nur große Worte. Es ist mein aufrechter Seelenwunsch. Wir kennen nun die Motive der Ascians. Da werden wir doch jetzt nicht aufgeben. Nein. Wir müssen dafür sorgen, dass niemals wieder eine neue Katastrophe geschehen kann. Krile, du musst mir bei einer Sache helfen. Bitte begleite mich. Ja, natürlich. Tankred! Minfilia, bitte vergib uns.
Du bist meiner Einladung gefolgt. Wie schön. Ich danke dir für dein Kommen. Gerade du solltest bei der Friedensfeier dabei sein. Du erinnerst dich an den Zwischenfall, bei dem die Brüder des wahren Glaubens sich in der Kurie verschanzt hatten und Widorfen ihr urplötzlich erschien, um der letzten Geisel das Leben zu retten? Als die Leute sahen, wie ein Drache ein Ischgarder Mädchen vor dem Tod bewahrte, begannen viele zu begreifen, dass ein Zusammenleben mit den Drachen doch möglich sein kann. Aber ich denke, wir brauchen auch einen symbolischen Akt, um diese Hoffnung zu festigen und den Frieden zu besiegeln. Deswegen habe ich diese Feier anberaumt. Und Widorfnir wird kommen. Das alles habt ihr möglich gemacht. Du und der Bund der Morgenröte. Natürlich sind die Kämpfe gegen Drachen damit noch nicht Vergangenheit. Denn wenn Nitox Schar wieder angreifen sollte, werden wir zu den Waffen greifen müssen. Aber es ist ein Anfang. Endlich werden wir unsere Kräfte für die Reform Ischgards einsetzen können, statt uns auf dem Schlachtfeld zu verausgaben. Es ist nichts, keine Sorge. Lucia ermahnt mich ständig, dass ich an meine Wunden denken soll, aber... Vor allem müssen wir verhindern, dass so etwas wie die Geiselnahme in der Basilika wieder passiert. Ich war in den Schwaden unterwegs, im Strebewerk, überall und habe mit den Bürgern gesprochen. Ich weiß von ihren Zweifeln und Nöten und habe dafür gesorgt, dass sie gelindert werden. Dank meiner Maßnahmen ist auch das Lager der Papsttreuen fast verstummt. Jetzt ist die Zeit gekommen, den Frieden offiziell mit einer Feier zusammen mit den Drachen zu besiegeln. Du gehörst zu den allerwichtigsten Gästen. Es wäre mir eine Ehre und Freude, dich bei der Zeremonie zu sehen. Die Feier soll übrigens nicht in Ischgard stattfinden, sondern an der Grenze unserer Gebiete, in Falkenhorst im westlichen Hochland. Lucia überwacht die Vorbereitungen vor Ort. Sie kann dir den geplanten Ablauf erklären. Ach, noch etwas. Wenn alles gut über die Bühne gegangen ist, würde ich gern mit dir auf unseren Erfolg anstoßen und dir nochmals meinen Dank bezeugen.